Bevor Dr. Michele Ferrari und sein Landsmann Luigi Cecchini Lance Armstrongs sportliche Karriere leiteten, übernahmen sie die sportlichen Zügel eines anderen Rennstalls namens A6DGA. Mit dem 34-jährigen Veteranen Claudio Chiappucci als Kapitän. Ferraris Auftrag war klar. Sie wollten den starken Mann wieder auferstehen lassen, der zu Beginn des Jahrzehnts kurz davor war, die Tour de France zu gewinnen. Willst du mehr über Chiappuccis Geschichte erfahren? Los geht's! 1996 war der legendäre Bergsteiger Claudio Chiappucci nur noch ein Schatten seiner selbst. Nachdem er sich ein Team mit dem damals jungen Marco Pantani geteilt hatte, wandten sich die italienischen Tifosi den neuen Versprechen für die Zukunft zu. Chiappucci musste sich in seinem letzten Jahr bei Carrera mit zweiten Plätzen bei kleineren Etappen des Giro d'Italia begnügen. Am Ende der Saison teilte sich das Team in zwei Fronten auf. Pantanis Leute gingen zu Mercatone Uno und Chiappuccis Leute nahmen beim neuen A6DGA-Rennstall einen Vertrag an. Das zweite Team versprach viel, mit Topfahrern wie Enrico Zaina, Chiappucci selbst sowie den Klassikerjägern Michele Bartoli und dem jungen Paolo Bettini. Chiappucci hatte für 1997 ein klares Ziel. Er wollte wieder um den Giro d'Italia kämpfen und versuchen, ihn endlich zu gewinnen. Wenn der Däne Bjarne Riis im hohen Alter die Tour de France 1996 gewonnen hatte, warum sollte er, Claudio Chiappucci, dann nicht den Giro d'Italia unter der Anleitung des Arztes Luigi Cecchini gewinnen? Um dies zu erreichen, absolvierte er eine stille Vorbereitung, bei der er Zweiter beim Coppa I Bartali und beim Giro di Sardegna wurde. Er legte vor dem Giro noch zwei sehr wichtige Stopps ein, die Flandern-Rundfahrt und die Tour de Romandie. Claudio Chiappucci hatte trotz seines Profils als Grand Tourmann großartige Ergebnisse bei Eintagesklassikern erzielt. Wie zum Beispiel sein unvergessliches Milan-San Remo 1991, bei dem er weit vor dem Ziel attackierte, aber es schien, dass diese Zeiten vorbei waren. Bei der Flandern-Rundfahrt hat er jedoch gute Leistungen gezeigt, obwohl er nicht zu den Favoriten gehörte. Als wäre er wiedergeboren worden, klebte Chiappucci an der Mühe von Garetsbergen an den Rädern der Sprinter Frederic Moncassin und André Schmill. Er nutzte die Tatsache, dass in dieser Ausgabe die steilen Rampen alle am Ende auf dem Programm standen. Er zeigte eine seiner besten Leistungen bei einem Monument. Nach dem entscheidenden Angriff von Rolf Sørensen kämpfte Chiappucci, bis er die Ziellinie auf einem sehr würdigen sechsten Platz überquerte. Ein sehr gutes Ergebnis für ihn im Hinblick auf den Giro d'Italia. Dass die Vorbereitung der Ferrari-Werkstatt hervorragend war, zeigte sich Tage später, als Michele Bartoli bei Lüttich-Bastogne-Lüttich den Sieg holte. Chiappucci rieb sich die Hände. Mit diesem Material könnte er beim Giro d'Italia für Furore sorgen, während sich Marco Pantani noch von seiner schweren Verletzung erholte. Also fuhr er zu seiner zweiten großen Prüfung der Saison, der Tour de Romandie. Aber dort begann der Traum des Teufels, so nannten ihn seine Fans, zu zerplatzen. 1997 wurden die UCI-Gesundheitstests eingeführt, um den Hämatokritwert der verschiedenen Fahrerinnen und Fahrer bei den großen Radrennen zu messen. Wenn dieser Wert über 50% lag, galt dies nicht nur als Doping, sondern auch als gesundheitsgefährdend und wurde mit einer extrem langen und abstreckenden 15-tägigen Sperre geahndet. Danach sollte der Hämatokritwert wieder im Normalbereich liegen. Durch die Einnahme von EPO erhöht sich generell die Anzahl der roten Blutkörperchen im Blut und damit auch der Hämatokritwert. Claudio Chiappucci ist der erste bekannte große Radsportler, der bei diesem Test mit 51,8% positiv getestet wurde. Dieser anormale Wert führte dazu, dass er bei der Romandie-Rundfahrt und natürlich auch beim Giro d'Italia zu einem großen Saisonziel ausgeschlossen wurde. Das war eine große Enttäuschung für den kleinen Alpenkletterer. Dr. Ferrari ermutigte ihn jedoch weiterhin, für die Weltmeisterschaften in San Sebastian zu trainieren. Dafür gab er ihm die Vuelta a España im September als Vorbereitung mit auf den Weg. Chiappucci bereitet sich bei kleineren Touren auf der Iberischen Halbinsel gut vor und wird als Anführer des A6-Teams für die spanische Grand Tour präsentiert.
Auf der ersten Etappe geriet er in einen Massensprint, den der französische Onze-Fahrer Laurent Jalabert gewann. Der Italiener wurde Zweiter und verpasste das Trikot des Weltführenden nur um einige Zentimeter. Obwohl er auf keiner der Hochgebirgsetappen mit den großen Fahrern ins Ziel kam, verlor er das Rennen noch nicht. Auf einer vermeintlichen Übergangsetappe mit dem Ziel in Valladolid mischte er in der Ausreißergruppe des Tages mit und machte in der Gesamtwertung viele Positionen gut, sodass er zeitweise sogar auf dem virtuellen dritten Platz lag. Schließlich beendete er die Vuelta auf einem soliden 11. Platz. Er war bereit für die Weltmeisterschaft. Aber wieder einmal hatte der Teufel ein gesundheitsgefährdendes Problem. Am Tag vor der Weltmeisterschaft wurde er erneut positiv auf einen Hämatokritwert von über 52% getestet und von dem Wettbewerb, also der Weltmeisterschaft, ausgeschlossen. Chiappucci selbst wurde dafür sogar vor Gericht gestellt und gab zu, seit 1993 mit EPO gedopt zu haben. Diese Aussagen zog er aufgrund von internem Druck später zurück, denn das Umerta-Gelübde stand über allem. Chiappucci wurde von ASICS praktisch gefeuert und unterschrieb im folgenden Jahr bei dem bescheidenen Omega Chips Rennstall, einem Team, das von Chips gesponsert wurde, für die der Pornostar Rocco Siffredi Werbung machte. Er schaffte es noch, bei Milan Sanremo zu glänzen, wo er versuchte, das epische Kunststück von 1991 zu vollbringen. Aber seine ehemaligen ASICS-Teamkollegen arbeiteten dran, ihn zu jagen und seine Karriere praktisch zu beenden. Im August, als er bereits ein Relikt der Vergangenheit war, tauchte sein Name erneut in den Ermittlungen der Polizei von Bologna auf. Sein Name stand auf einer Liste in einer Operation, in die Dr. Ferrari und Filippo Simeoni verwickelt waren. Der mythische Radfahrer, der von Lance Armstrong bei seiner berüchtigten Tour de France 2004 zum Schweigen gebracht wurde. Chiappucci tauchte auch in den Unterlagen von Dr. Conconi aus seiner Zeit bei Carrera auf, wieder mal mit viel höherem Hämatokritwert, die auf die Verwendung von EPO hindeuteten, wie Chiappucci ja selbst 1993 zugegeben hatte. So endete die Karriere von Claudio Chiappucci, der bis heute einer der am meisten gesponserten und wohlhabendsten Männer in der Welt des Radsports der 90er Jahre ist. Er nimmt an Reality-Shows teil, kann alle möglichen Produkte verkaufen und schlägt als Fernsehkommentator mit seiner Meinung Wellen. Selbst wenn du gedopt warst, wirst du, wenn du beliebt bist und weißt, wie man sich vermarktet, gutes Geld verdienen, auch wenn deine sportliche Karriere auf so eine gesundheitsgefährdende Weise endete.